Godzilla, der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 290. Mal bei Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir die wunderbare Hoax-Mistress Alexa. Hallihallo ihr da draußen, willkommen zu dieser neuen Folge. Und ihr kennt es und wisst es schon, bei mir ist natürlich wie immer der wunderbare Alexander Hoaxmaster. Ja, und diese Folge ist was ganz Besonderes. Eine Folge, die wir eigentlich schon ganz lange geplant haben und jetzt hat sich's verbunden. Nämlich zur Premiere des Hörspiels Mara und der Feuerbringer. Die CD-Box 1 ist jetzt erschienen mit den Teilen 1 bis 3. Langes Gespräch, das werdet ihr nachher noch hören. Und ihr könnt es gewinnen, also dranbleiben bis zum Ende, damit ihr an diesem Gewinnspiel teilnehmen könnt. Und ich kann das mal sagen, das letzte Gewinnspiel oder die letzten beiden Gewinnspiele unglaublich weit, weit über 900 ja, Einsendungen für das Gewinnspiel. Völlig verrückt. Also wenn ihr nicht gewonnen habt, seid bitte nicht enttäuscht, weil wir müssen natürlich dann losen demnächst. Es ist unfassbar. Vielen Dank für die Resonanz und schön, dass euch das so gut gefällt. Und wir können jetzt schon sagen, dass auch in der zweiten Dezemberfolge noch eine Verlosung wieder dabei sein wird. Also insofern, wenn wir was haben, was wir an euch weitergeben können, dann tun wir das auch. Und ich würde sagen, jetzt machen wir erstmal weiter mit der Sendung. Der Woche. In der heutigen Story geht es um eine Familie, die ihrem verstorbenen Familienoberhaupt, das war ein älterer Herr im Alter von 92 Jahren, den letzten Wunsch erfüllen wollte. Dieser Wunsch war ein bisschen ungewöhnlich. Das Ganze hat sich in Kalifornien zugetragen und sein Wunsch war eine das, was man gemeinhin als Wikingerbestattung bezeichnet, zu bekommen. Das heißt also, mit einem Boot auf einen See, dann wird das Ganze in Brand gesetzt und ja, wie man das so kennt aus Herr der Ringe und Vikings. Genau, was die Experten dazu sagen, hören wir nachher. Genau, das hören wir dann nachher. Ja, das ist die Story. Also das haben sie dann gemacht. Sie wollten eben diesen Wunsch erfüllen, haben sich dann in Kalifornien einen See gesucht und das Ganze also in Angriff genommen, im wahrsten Sinne des Wortes, ein bisschen makaber, und haben dann aber fürchterlichen Ärger mit dem örtlichen Sheriff bekommen. Keine Ahnung warum, wundert mich jetzt total, aber das steht auf einem anderen Blatt. Nein, also es sind sehr, sehr viele Notrufe eingegangen, die Leute haben sich gewundert und dann ist der Sheriff gekommen und hat dem Ganzen ein Ende gesetzt. Wenn die Geschichte stimmt, ich habe jetzt so weit ausgeholt und das so ausgeschmückt, mal gucken, ob ich euch da eine wahre Geschichte erzählt habe. Bin mal gespannt. Thema der Woche. Ja, Thema heute, wie waren die alten Germanen wirklich und wer waren sie und woher stammt überhaupt dieser Begriff und was können wir gesichert sagen und was nicht? Das wollen wir heute von einem absoluten Experten hören, von zwei eigentlich. Ja, oder so. Nee, hört einfach mal selber rein. Oder guckt auch Episodenfoto. Ihr wisst eh, mit wem wir darüber reden. Aber hören wir mal rein. Das war wirklich ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Heute zu Gast, und darüber freuen wir uns sehr, zwei Persönlichkeiten, so sage ich das mal. Und zwar zum einen haben wir heute zu Gast Professor Dr. Rudolf Simek, einmal ganz ausführlich genannt. Und vielen Dank, Rudi, dass du dir die Zeit heute Abend für uns nimmst. Gerne. Und man mag es kaum glauben, schon wieder im Hoaxilla-Podcast. Es wird ein bisschen viel, aber es ließ sich gerade nicht anders einteilen. Tommy Kraffeis. Tut mir leid, hallo. Ja, Alexa, und wir haben heute diesen erlauchten Kreis versammelt, weil wir uns ja über das Mara-Hörspiel, was jetzt dieser Tage erscheint, und wir dürfen es ja auch verlosen in der Sendung unterhalten wollen, aber vielmehr, und das war eine ganz lange Idee, die wir schon hatten, mal darüber zu sprechen, wie denn die alten Germanen wirklich gewesen sind und warum es heute Menschen gibt, die sagen, ah, mit den Germanen darf man gar nichts mehr zu tun haben. Und das ist der Rahmen, den wir haben wollen. Und dann sagte der Tommy, das können wir prima machen, da müssen wir aber den Rudi einladen, weil wenn es einen gibt, der sich auskennt, ist es der Rudi.
Und vielleicht steigen wir mal ein, diese Verquickung von Germanen und dem, was man ja heute so gemeinhin wahrnimmt. Ist das identisch? Also wenn man heute so eher so diese rechtsgerichteten Symboliken sich anschaut, die Vereinnahmung der Germanen, gibt es da Verbindungen in der Tat oder würdest du sagen, nee, gibt's gar nicht, Rudi? Ich glaube, die gibt's heute nicht und die gab es eigentlich noch nie in den letzten 200 Jahren. Alles, was man auf den Germanen gemacht hat, seit der Romantik oder vielleicht auch schon vorher, ist eine Fiktion, ist eine Konstruktion, indem man die Germanen verwendet, um etwas zu transportieren. Das ist immer etwas anderes, ne? Also ist ganz leicht zu sagen, was es in der Nazizeit transportieren wollte, nämlich unsere Vorfahren, nicht? Und die gemeinsamen Vorfahren der nordischen Völker und der Deutschen. Das war die Idee, also die Rassenidee von den Ariern. Was es heute ist, ist natürlich viel komplexer, weil es nicht eine Germanenrezeption gibt, sondern viele verschiedene. Und ihr habt darauf angespielt, auf die rechte Szene. Die berufen sich natürlich gern auf die Germanen, aber nicht mehr in derselben Weise wie zum Beispiel in den 30er und 40er Jahren. Weil, also ich glaube, dieses rein ethnische Element, also wir haben das wahre Blut der Germanen oder der Nordgermanen, das können die genauso wenig meist behaupten, wie es übrigens Hitler konnte, nicht? Der als Österreicher ja nicht so ganz arisch war. Und wenn ich mir anschaue, was sich in der rechten Szene herumtreibt, dann gibt's da wahrscheinlich schon welche, die von sich behaupten könnten, sie sind richtige Arier und sie waren immer schon Deutsche, aber bei der Geschichte des 20. und jetzt 21. Jahrhunderts ist ja das schon fast unmöglich geworden, ne? Wann ging denn das los, man kann ja fast sagen, die Bildung eines Germanen-Mythos, einer Germanen-Ideologie, die dann eben auch diese politische Dimension gekriegt hat. Kann man das zeitlich festmachen, wann das losging? ich wollte ihm vorhin sagen, dass man es zeitlich sehr schwer festmachen kann, weil es schon im 16. und 17. Jahrhundert bei den Schweden und Dänen begonnen hat, die gegeneinander behauptet haben, jeweils der eine ist der wahrere Germane als der andere. Die haben es allerdings noch Goten genannt, was noch ein bisschen schlimmer ist irgendwie. Aber die einen wollten es mit ihren Runensteinen beweisen und die anderen, die Dänen, wollten es mit den isländischen Handschriften beweisen, die sie plötzlich geklaut hatten in Island. Aufbewahrt und bewahrt. Und dieser Vormachtkampf, der natürlich ein politischer Vormachtkampf damals war, um das wahre Germanentum, der hat also vor 400 Jahren eingesetzt, spätestens, ne? Also drum ist es wahnsinnig schwer, was ich vorhin gesagt habe, es genau festzumachen, wann beginnt diese Verwendung oder auch meinetwegen Missbrauch der Germanen, obwohl von Missbrauch ist immer schwer zu reden, weil was ist Gebrauch und was ist Missbrauch? Wenn man an Felix Dahn denkt, ne? Seine Germanenromane, Das sind halt Romane, nicht? Und Romane darf man über so ein Thema schreiben. Und der stand in seiner Zeit und hat es so dargestellt, wie er meinte, dass es richtig ist. Da kann man schwer von Missbrauch reden. Wenn man es politisch umsetzen will, dann rutscht es schon eher Richtung Missbrauch. Aber hat nicht der Tacitus dann im Endeffekt sie auch politisch miss- natürlich, oder vielleicht mindestens natürlich, gebraucht? Also, ja. Ja, also Tacitus hat schon einen guten Akzent hier in diese Richtung gesetzt, weil er natürlich seine Ethnographie, die es ja vorgibt zu sein, eine ganz schwere Tendenz hatte, nämlich diese Sittenspiegeltheorie eben bei Tacitus, nicht, dass er versucht hat, den dekadenten Römern, die wahren Germanen, die ja zu sein
zu seiner Zeit noch mit Mühe und Not gerade erst erfunden waren durch Cäsar, ne? Also diese Völker östlich des Rheins und nördlich der Donau irgendwie zu einem gemeinsamen... So ein Vorbild eigentlich, oder? Bitte? Es ist ja eigentlich ein Vorbild, was er da generieren wollte. Er gesagt hat, schaut mal, ihr Römer, wie rein und wie großartig im Vergleich zu euch klebrigen, dekadenten Säcken die tollen Germanen sind. Ja, ja, genau. Aber er musste es auch ja abgrenzen. Also Cäsar hat schon versucht, Germanen sind alle das, was nicht seine Kelten sind. Ne? Mhm. Und praktisch. Ja, das war ziemlich praktisch. Und der Rhein ist da eine sehr praktische Grenze dafür. Und Tacitus hat das natürlich aufgegriffen und gesagt, all die Wilden, die da im Barbaricum wohnen, die sind ja viel toller in vieler Beziehung, nämlich zum Beispiel in ihrer Wehrkraft, nicht? Mhm. Worum es letztendlich ja wahrscheinlich auch ging, nicht? Weil man schon Schiss hatte vor diesen Germanen. Und weil man sah, dass die Römer demnächst, es hat zwar noch 300 Jahre gedauert, aber immerhin, dass die Römer dem nichts mehr entgegenzusetzen haben. Und insofern hatte Tacitus recht, er war nur seiner Zeit voraus. Aber es ging nicht nur natürlich um die Wehrfähigkeit und die Kraft der Germanen und ihr Ungestüm und ihre Natürlichkeit und ihre Sittenhaftigkeit und all dieses Zeugs, ne? Das ist aber schon sehr nazimäßig, oder? Das klingt schon, das hat schon so Anflüge. Also ja. Kann man denn dann eigentlich sagen, es klang ja so ein bisschen an, dass allein schon der Begriff Germane, die Germanen, ein Kunstbegriff ist, den es so eigentlich gar nicht gibt? Oder, ja, das geben tut es ihn schon. Geben tut es ihn seit Cäsar, die sie auch genannt hat, nicht diese Völker. Aber da gibt es viele Theorien, ob die Germanen sich selbst oder irgendwann die Germanen sich selbst so bezeichnet haben, ist eine andere Frage. Nicht? Und woher Cäsar diesen Begriff hatte, da möchte ich mich jetzt nicht näher drauf einlassen. Aber es geht ja nicht so sehr um den Namen jetzt, sondern um dieses Gemeinschaftsgefühl. Und ich glaube, dass das zu dieser Zeit, also jetzt in der römischen Eisenzeit, dass das nicht existiert hat. Dass die Germanen kein Gemeinschaftsgefühl hatten vom Niederrhein bis an die Elbe und darüber hinaus, ne? Jetzt hast du gerade schon angefangen zu sagen, so gemeinschaftlich waren die gar nicht. Kann man denn oder kannst du, Rudi, sagen, wer denn die Germanen eigentlich wirklich gewesen sind? Kann man das so beschreiben? Das kann man schon beschreiben. Also das, was Cäsar damit bezeichnet hat, sind Völker, wie gesagt, östlich des Rheins, nördlich der Donau und natürlich, woran er gar nicht so gedacht hat zu diesem Zeitpunkt, in Skandinavien, die aus einer Gruppierung, aus einer Verschmelzung von älteren Gruppen hervorgegangen sind, die sich irgendwann 400, 500 vor Christus in der norddeutschen Ebene zusammengefunden haben und gewisse Gemeinsamkeiten hatten. Ob da schon die Götter dazugehörten, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Ob da gemeinsame Kulte dazugehört haben, weiß ich auch nicht so, weil das an der Grenze zur Bronzezeit ist. Also, aber wir sehen dann einen zum Beispiel, in der Archäologie ist ja nicht so wahnsinnig viel für diese Zeit greifbar, aber wir sehen Gemeinsamkeiten, indem sich die Sitte des Brandgrabs ziemlich weit in diesen Gruppen verbreitet hat. Also das war zumindest der Standard, der natürlich keineswegs immer eingehalten wurde, aber diese Brandgräber unterscheiden diese sich ausbreitende Gruppe von der vorherigen bronzezeitlichen Bevölkerung, von der wir natürlich keine Ahnung haben, was die ethnisch waren. Ne? Magst du kurz beschreiben, was ein Brandgrab genau ist für unsere HörerInnen? Ja, dass man die Leichen also nicht in den Körper der Leichen nicht beisetzt in einem normalen Grab, in einem, was weiß ich, Sarg oder in einem Tuch oder und sie mit Erde bedeckt, sondern dass man sie auf einen Scheiterhaufen legt und verbrennt. Mhm. Das ist ein ziemlich komplexer Vorgang. Vor allem sind wir heute einen Schritt weiter und draufgekommen, dass das so viel Holz verbraucht, dass es wahrscheinlich ist, dass es zwischen dem Tod und dem Verbrennen des Leichnams irgendwelche anderen Vorgänge gab, über die wir aber herzlich wenig wissen. Also eine sogenannte Dekarnation, dass man irgendwie das Fleisch losgeworden ist,
um dann die Knochen leichter verbrennen zu können. Denn wie gesagt, ein frischer Leichnam brennt wahnsinnig schwer. Das heißt ja, das Schiff, dieses lustige Wikinger-Schiffchen, was man so ins Wasser hinausschubst und dann zündet man dann den Boromir an, wie in Herr der Ringe. Also das heißt, der brennt ein bisschen vor sich hin, das ist genau das, was überhaupt nicht funktioniert. Ja. Erstens geht natürlich das Feuer aus, sobald das Feuer die Wasserlinie erreicht. Mhm. Und also wir müssten lauter Häufchen von Nieten in der Nordsee finden mit Knochenresten oder halb verbrannten Knochenresten. Dafür gibt es überhaupt keinen archäologischen Beleg. Also obwohl Snorri das in einer mythologischen Szene und auch die Skjöldunger Saga beschreiben, solche Begräbnisse. Also dass sag, das kurz, sag kurz, wer Snorri aufs Meer hinausfährt. Sag kurz, wer Snorri ist. Bitte? Sag kurz, wer Snorri ist. Snorri Sturluson ist unser wichtigster Historiograf und Mythograf des Hochmittelalters, ein isländischer Häuptling, Politiker, Dichter, Freund von Königen, reicher Mann und einiges andere auch noch, was ich hier, um ihn positiv zu konnotieren, nicht erwähne. Aber Lebemann. Ja, zu einem gewissen Grad ein Lebemann und auf jeden Fall ein ungeheurer Machtmensch, nicht? Aber ein begabter Schriftsteller und Dichter, das muss man wirklich sagen. Und als dieser Dichter und Historiker, der er ja auch ist, und Mythograf, hat er uns wahnsinnig viel überliefert, von dem, ja, sagen wir mal, gut die Hälfte wahrscheinlich frei erfunden ist. Oder vielleicht ist frei erfunden das falsche Wort. Also redaktioniert hat das, finde ich. So ein bisschen wie Herr Krappweis mit der Historie um, nicht? Und also sehr kreativ, würde ich sagen. Er verwendet Quellen, aber entwickelt sich oft tangential von seinen Quellen weg. Ne? Also das ist Snorri Sturluson. Gelebt hat er von 1185, 86 bis 1242, falls das wen interessieren sollte. Und hat in der Zeit dann aber geschrieben, auch über die Germanen der Jahre 400 und 500 oder eher über die seiner Zeit, die er dann noch gefunden hat? Nein, also seine Zeit ist ja schon die christliche Zeit und als Historiograf, also wenn er in seinem berühmten Werk Heimskringla, das heutzutage ein bisschen besser greifbar als die Geschichte der norwegischen Könige, drei dicke Bände, und da beginnt er beim Urschleim, bei Odin und Company und geht bis fast in die Zeit seiner eigenen Geburt herauf, also mit den norwegischen Königen. Er beschreibt natürlich skandinavische Geschichte, das darf man nicht vergessen, den interessieren Germanen südlich der Ostsee überhaupt nicht. Mhm. Und die kommen auch nicht vor. Insofern beschäftigt sich mit Nordgermanen und das ist wieder ein bisschen was anderes. Und trotzdem, und jetzt kommen wir wieder zu dem Missbrauch der ganzen Geschichte, verwendet man Snorri immer hemmungslos für alles, was über Germanen und vor allem germanische Religion vorkommt, was er in seiner Edda sagt, nicht? Also dieses kleine Handbuch für Dichter, wo er einiges über die nordischen Götter erzählt. Und das verwendet man für alle Germanen gemeinhin. Und wenn man sich germanische Gruppen oder Neuheiten in Deutschland, übrigens auch in England oder Amerika, anschaut, dann verwenden die Snorri Sturluson, was er in Island über Norwegen und Schweden der Vorzeit geschrieben hat, verwenden die für ihre deutschen Vorfahren, was natürlich ziemlich riskant ist, würde ich mal sagen. Ja, und es wird ja quasi wie eine Bibel verwendet, was ja wirklich Bullshit ist. Also wörtlich genommen. Ja. Genau. Und wenn man bedenkt, dass Snorri, wenn ich Rudi da richtig zitiere, zum Beispiel diese Aufteilung der Götter in zwei Familien, in die Aas und die Vaan, offensichtlich erfunden zu haben scheint, dann stellt man schon fest, wie extrem der eigentlich eingegriffen hat. Und der hat Leute hemmungslos verbrüdert, verschwestert, verheiratet und alles Mögliche. Und das nehmen viele Leute heute dann für bare Münze. Andererseits muss man sagen, so arg viel mehr Quellen als den Snorri in diesem Detailgrad haben wir ja gar nicht. Ja, also wie Snorri vorgegangen ist, kann man zum Teil ganz gut rekonstruieren, wenn man sich anschaut, was alles sonst zu seiner Zeit existiert hat. Und das sind in erster Linie natürlich ausländische historische Quellen, die er wahrscheinlich auch kannte, lateinische Schriftsteller. Und er ist ja in einem sehr klerikalen und gebildeten Haushalt aufgewachsen in Oddi.
als Ziehsohn eines Diakons und Neffe eines Bischofs und so weiter. Aber was für uns interessanter in dem Zusammenhang ist, sind die Skaldengedichte. Und diese alten Skaldengedichte, die zurückreichen bis ins 9. Jahrhundert, 9. Jahrhundert, 10. Jahrhundert, 11. Jahrhundert, auch ein paar Eddagedichte, die vielleicht schon relativ alt sind, wie die Völlusbau, die vielleicht zurückgeht bis ins Jahr 1000, aber jedenfalls im 11. Jahrhundert spätestens entstanden ist. Und die verwendet er. Aber er geht eben kreativ damit um und mindestens die Hälfte dichtet er dazu, weil er das macht, was alle mittelalterlichen Schriftsteller machen, nämlich diese, was der Tommy angesprochen hat, diese Querverweise einzuführen. Er möchte, dass alle Leute mit allen verwandt sind, die da vorkommen, weil das ein System ergibt. Und dieses System, wir haben das in der mittelhochdeutschen Literatur auch, Wolfram von Eschenbach macht das auch, dass plötzlich alle diese Figuren miteinander verwandt sind, wenn es auch 5 Generationen her ist und so weiter. Und sowas Ähnliches macht er auch. Und diese typisch mittelalterliche Tendenz, die zieht er ziemlich weit durch. Und dann gibt es ein paar Missverständnisse, wie zum Beispiel, dass er eben dieses Synonympaar Asen und Warnen, das in der Völlusbau Strophe 24 vorkommt, wo also die Götter ziehen in den Krieg, Asen und Warnen marschieren über die Ebene. Das ist ein typisches Hendiadion, also so ein Doppelbegriff, der dasselbe bezeichnet. Und er macht daraus 2 Familien, die plötzlich gegeneinander Krieg führen. Und er rechnet bestimmte Götter, also Freyr und Njord und Freya, zu diesen Wanen. Und die anderen sind die Asen. Und wenn man sich die Quellen anschaut, dann zählt Freyr immer zu den Asen. Er ist der tapferste der Asen, sagt einer der Skalden. Er ist der Heerführer der Asen, sagt ein anderer. Also da ist kein Unterschied zwischen Freyr und Odin und Thor. Er wird auch mit denen etliche Male in einem Satz oder in einer Strophe genannt. Also er ist nicht was anderes. Mhm. Und Snorri zitiert alle die und dann erfindet er ganz plötzlich was dazu, weil ihm da ein Begriff untergekommen ist, Vana dies und Vana gut, für die er keine Quellen zitiert und er sagt, ja, Frey ist der Warnengott. Punkt. Und das heißt, das hat er erstunken und erlogen. In der Völlusbau sagt sozusagen dieser unbekannte Skalde eigentlich nichts anderes wie, alle Leute, alle Menschen zogen in den Krieg. Oder? Ja, was und die Götter ist. Zogen in den Krieg. Nein, ja, genau. Ich meine jetzt als Beispiel. Beispiel für Asen und Warnen, das ist einfach wie wenn ich jetzt sagen würde, alle Leute, alle Menschen. Einfach weil ich es ein bisschen dichterischer gestalten möchte. Ja. Und das ist gar kein Unterschied zwischen den Asen und den Warnen. Zumindest könnte man das jetzt nicht zwangsläufig unterstellen. Man braucht das auch in den Gedichten. Drum gibt es so viele Synonyme immer. Nicht nur für die Götter, sondern auch für die Götter gibt es Asen, Warnen, die Regin, die Höpt, die Bönd und so weiter. Warum haben die alle unterschiedlichen Anfangsbuchstaben? Weil man das in den Stabreimgesetzen der Dichtung braucht. Sonst kommt man nie auf gleich damit, dass ich diese stabenden Wörter finde und darum brauche ich unterschiedliche Wörter. Und darum gibt es also immer wieder Eisirok Alpha, also die Asen und die Alben, wobei Alben vielleicht auch ursprünglich ein Begriff für Götter war, und dann die Visir Vanir, die Weisen Warnen. Das sind alles dasselbe. Da ist kein Unterschied von Familien oder so irgendwas. Und das ist eine Konstruktion, die erst Snorri im 13. Jahrhundert geschaffen hat. Und das liegt unter anderem daran, dass die Skalden, also je großartiger du geskaldet hast, desto komplexer wurde es. Also das heißt, es war wie so eine Art Geheimwissen. Wenn du verstanden hast, was sie dir vorgetragen haben durch die ganzen Synonyme, dann warst du der Hecht im Karpfenteich. Ja, also es ist was Elitenwissen. Durchaus. Also wenn man sich da manche das ist absolutes Elitenwissen und diese Dinge anschaut, nicht wissen, irre. Wie wenig Prozent die Könige, denen sowas vorgetragen wurde, davon verstanden haben.
Interessantes Kopfkino, wenn sie dann so tun, als wäre das alles vollkommen klar und in Wirklichkeit... So weise Nicken, wie wenn jemand heute bei einem kabarettistischen Vortrag so tut, als würde er wissen, um welchen Politiker es geht. Kannst du mir mal diese gelben Büchlein geben? Und ich stelle mir immer vor, dass der König irgendeinen anderen Skalden da an seiner Seite stehen hat, der ihm ins Ohr flüstert, was das jetzt gerade wäre. Super. Ja. Oder er schnappt in den Strophen auf, also der reiche Geber der Ringe. Aha, das muss ich sein. Okay, was hat der gemacht? Keine Ahnung. Also. Ich muss unbedingt kurz eins vorlesen. Der Alexander hat mir netterweise mein Reklamheft, das noch gar nicht so arg auseinanderfällt wie alle anderen, kurz gereicht. Das ist die Edda des Snorri Sturluson in der von Rudi empfohlenen Übersetzung von Herrn Arnulf Krause. Und da steht zum Beispiel: Der Rögnir des Kampfes war früher fertig zur Reise mit dem Anführer der Schar, als die Last der Arme der Göttin des Zauberspruchs bereit zum Meineid. Ich spreche den Lippenstrom Grimnirs, die Verderber der Frau des Endil, der Hallen des Adlers, setzten die hohlen Hände der Sohlen aufs Heideland. So. Ob der König jetzt verstanden hat, was das heißt? Ich habe gerade weise genickt. Also ich mit König meinte ich. Ich habe das mal mir angemaßt. Soll ich einfach die Übersetzung vorlesen, Rudi, oder kannst du es auflösen? Nein, das machst du, weil ich bin bei deiner Sprechgeschwindigkeit jetzt auch nicht mitgekommen. Es heißt. Genauso wenig wie alte Könige. Thjalfi war früher fertig als Loki, ich trage das Gedicht vor, sie brachen auf. Siehst du, so kurz kann man es auch sagen. Das heißt aber im Grunde, wie so ein E-Gitarren-Solo bei einem Rocksong, was dann immer länger und ausgefeilter wird, aber mit Sprache dann. Ja, genau, aber im Endeffekt heißt auch dieses Gitarren-Solo einfach nur... Genau. Ja. Und also der Rögnir des Kampfes, also ein sehr kampfkräftiger Thjalfi, wer war denn Thjalfi nochmal? Ist das dieser Menschenjunge? Thjalfi? Das ist der menschliche... Junge, den Thor da auf einer Reise aufgelesen hat. Genau. Der war früher. Der auch im Lauf ziemlich schnell sein soll, sagt zumindest Snorri in einer ganz anderen Geschichte dann nicht. Er war also, früher, nur einmal kurz so als Beispiel. Ein Götterdiener, würde ich sagen. Ja. Mhm. Wir fallen uns deswegen immer ins Wort, weil das hier ist wie beim Handy. Wir haben eine 2-sekündige Verzögerung. Das heißt, es liegt nicht immer nur an meiner unhöflichen Art, sondern einfach daran, dass wir überlappen. Also er war früher fertig zur Reise mit dem Anführer der Schar, als die Last der Arme der Göttin des Zauberspruchs bereit zum Meineid. Das ist ein Sinnabschnitt, und zwar ist damit Loki gemeint. Er ist die Last der Arme der Göttin des Zauberspruchs bereit zum Meineid. Das ist Loki. Ja. Also wie kompliziert kann man sein? Sonnenklar. Also ich meine, ja, wenn man es dann weiß. Also, ja. Und Rudi, wie rollt man das jetzt noch auf? Ich auch nicht, deswegen mache ich einfach schnell weiter. Rudi, aber wie rollt man es jetzt auf? Also wir wissen jetzt, Snorri, offensichtlich Bestseller, den fanden alle super. Und alles, was man super findet, muss dann ja auch die Wahrheit sein. Jetzt in der Forschung, also Ausgrabungen sind natürlich das eine, aber wenn jemand aufwendig verbrannt wird, dann bleibt ja auch erstmal nicht so viel über. Also wie findet man denn raus oder kann man herausfinden, welche Quelle vertrauenswürdig ist und welche nicht? Oder sind es gerade die Widersprüche unter den Quellen, aus denen man dann so die bestmögliche Wahrheit, sage ich mal, ziehen kann? Das sind zwei Aspekte zu berücksichtigen. Das eine ist, man muss natürlich, und das tun leider viele skandinavischen Religionswissenschaftler nicht so, wie es sein sollte, dass man Quellenkritik betreibt. Das heißt, man muss, so wie ich es jetzt für frei gerade geschildert habe, da man muss sich jede einzelne von Snorris Quellen, er zitiert ja Gedichte, hernehmen und schaut sich an, hat er die richtig verstanden, hat er die falsch verstanden oder missbraucht er sie nicht? Das ist die eine Möglichkeit. Mhm. Und das andere, was dazukommt und was jetzt für unsere heutige Rezeption vielleicht viel wichtiger ist, als was Snorri da aufführt, es gab ja nicht eine germanische Religion oder auch nur eine nordgermanische Religion. Ne? Mhm. Also wir müssen von Religionen, von germanischen Religionen sprechen, weil kein Mensch wird annehmen, dass das, was die Goten vor ihrer Christianisierung im, was weiß ich, 2. Jahrhundert am Schwarzen Meer geglaubt haben, dasselbe war, was man in Schweden am Hof dieser fiktiven Ynglinge-Könige da in der römischen Eisenzeit geglaubt haben, nicht? Das sind verschiedene Realisationen,
die sicherlich etwas miteinander zu tun haben. Ich glaube eben zum Beispiel der Grabbrauch, das war eine sehr weit verbreitete Mode da, aber an welche Götter die geglaubt haben oder wie sie ihren Kult betrieben haben, darüber können wir bestenfalls rätseln. Ne? Mhm. Was haben wir denn? Bildsteine haben wir, oder? Ja, aber aus dem 10., 11., 12. Jahrhundert, nicht? Also auch schon zur Christianisierung. Der Großteil der Bildsteine stammt aus christlicher Zeit. Das heißt also, wir haben es erstmal, was jetzt so die, ja, ich sage jetzt mal doch, Missbrauch der Quellen angeht, erstmal mit fehlender Quellenkritik zu tun. Das heißt also, wir wollen ja nicht sagen, dass das alles schlecht ist, was sie gemacht haben und was Snorri geschrieben hat und so. Das ist ja auch okay, wenn man sozusagen Dinge dazu erfindet. Man muss es halt nur aus heutiger Sicht, wenn man sich damit beschäftigt, wirklich in den Kontext setzen und eben Quellenkritik betreiben. Aber, was ja, glaube ich, dann auch in bestimmten Kreisen und schon im 19. Jahrhundert spätestens passiert ist, ist, dass man sich einfach nur bestimmte Aspekte, das hast du ja schon angedeutet, Rudi, herausgepickt hat, die man irgendwie total anziehend fand und hat das dann als Attribut verwendet, um eben die Germanen damit zu versehen und eben diese Ideologie zu begründen, um es vielleicht nochmal zusammenzufassen. Das heißt also, wir haben es eigentlich mit einem falsch verstandenen Geschichtsbewusstsein auch zu tun, nämlich, oder Instrumentalisierung von genau, Geschichte. Wenn du mal guckst, was mit dem Nibelungenlied alles so passiert ist durch die Jahrhunderte, wer immer jeweils gedacht hat, dass es genau das aussagt, was er jetzt gerade denkt oder sie, ja, und dass dann die Nazis die Nibelungentreue noch beschworen haben und dass dann ja in dieser Halle dann die Nibelungen dann noch ihr gegenseitig das Blut der Gefallenen trinken und nicht aufgeben und so weiter. Und irgendwann scheint es aber so, oder ich glaube, dass es so empfunden zu haben, dass die Nazis dann mit den Nibelungen dann doch nicht mehr so wahnsinnig viel anfangen konnten. Und dann und Wagner hat das ja nochmal alles ganz anders gesehen und hat dann noch irgendeine Schicksalsfaden-Theorie bemüht, dass der Siegfried den Schicksalsfaden durchtrennt und deswegen ein Besonderer ist. Und alles das steht da nicht. Und ich bezweifle jetzt einfach mal, dass die Person, die das Nibelungenlied da geschrieben hat, in einem schönen bayerischen Dialekt übrigens, das ist mir wichtig, darauf hinzuweisen, dass der in irgendeiner Form irgendwas von dem, also höchstens zufällig, ja. Und wie ich auch in einem schönen Beschimpfungsessay mal geschrieben habe in 2014, der Thor war definitiv kein Nazi. Definitiv war der kein Nationalsozialist, der hat keine Autobahnen gebaut, damit die Panzer drüber fahren. Ich bin mir ganz sicher. Ja. Ja, man muss jetzt schon ein bisschen differenzieren. Ja, du, ich nicht. Also natürlich könnte man sagen, Gunnar und Högni Hofe Etzels, das führt direkt zum Führerbunker, nicht? Aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Die führt uns von der, nein, ein bisschen ist es schon so. Also, klar. Aber wenn wir von der Quellenkritik reden, es ist die Frage, Alexa, um auf deine ursprüngliche Einlassung zurückzukommen, was will man denn eigentlich damit? Will man es jetzt historisch exakt rekonstruieren? Das ist das, was wir Wissenschaftler halt versuchen und sagen, was hat jemand, ein Skalde, im 10. Jahrhundert wirklich geglaubt, was ziemlich weit weg ist und ziemlich schwer zu rekonstruieren? Oder vertrauen wir Snorri und sagen, er erzählt halt so tolle Geschichten und deswegen lesen wir die gern und dann machen wir, Snorri macht dasselbe wie Neil Gaiman, nicht? Also der erzählt Geschichten und er erzählt sie gut und das ist es und damit können wir leben. Das ist Literatur, das eine ist Literatur des 21. Jahrhunderts, das andere ist Literatur des 13. Jahrhunderts und wir können uns daran erfreuen. Jetzt sind wir aber beim nächsten Schritt. Also Quellenkritik ist eines für den Wissenschaftler, die Lesbarkeit der Texte ist was anderes und das dritte ist, wenn man dann es verwendet und wenn wir sagen, wir sind jetzt Heiden, so wie Snorri sie beschrieben hat. Hallo? Snorri hatte keine Ahnung, wie die Heiden sind, weil der hat 100 oder 250 Jahre nach der Christianisierung gelebt, nicht? Woher sollte er das auch wissen? Er popelt nur Sachen zusammen, die für ihn sowas ergeben wie eine heidnische Mythologie. Snorri spricht ja nicht über den Kult, wohlgemerkt. Snorri spricht über einen mythologischen Überbau, so wie es Ovid tut für die antiken Götter oder Vergil es tut. Das ist ja ganz was anderes. Und aber aus Snorri dann was abzuleiten für A, die Südgermanen, B, für 1000 Jahre vorher,
C für etwas, was Snorri überhaupt nicht interessiert, nämlich Kult oder sowas, das ist ziemlich mühselig dann, nicht? Und dann kommt noch dazu, dass wir jetzt ja auch noch mit Übersetzungen arbeiten und dann gibt es noch diese Übersetzungen aus der Nazizeit von Felix Genzmer und so weiter, der dann dieses Ding auch noch in seinem damaligen Sinne übersetzt. Mhm. Und war das nicht der, der auch die Geschichten nochmal neu geordnet hat, weil er der Meinung war, er wüsste, wie die Reihenfolge wirklich ist? Ja gut, bei den Edda-Gedichten hat das immer wieder wer gemacht, nicht diese Neuordnung. Und bei Snorris Edda ist es noch einen Tick komplizierter, weil wir haben ja 4 Handschriften und die ordnen schon im Mittelalter die Bücher um und anders. Ja. Also die Uppsala-Edda ist eine ganz andere Edda als die Edda im Codex Regius der Snorra-Edda. Ja, und jetzt? Damit haben wir natürlich schon ein Quellenproblem. Und erst in den letzten 20 Jahren haben Leute überhaupt angefangen, sich mit diesen anderen mittelalterlichen Handschriften zu beschäftigen. Die sind noch immer nicht, doch eine ist ediert jetzt. Aber die anderen, wir berufen uns immer noch auf Textausgaben, die auf Textausgaben von vor 200 Jahren beruhen. Mhm. Ich habe also gerade so ganz verrückten Gedanken gehabt, Rudi. Ich höre viel moderne, so elektronische Musik. Macht gleich Sinn, was ich sage. Und da noch nicht da, ganz. Ja, vertrau mir. Ja, und da gibt es andere Musiker dieser Gattung, die dann sogenannte Remixe machen, die also dann sozusagen die Grundstruktur eines Liedes nehmen, das neu mischen, neue Instrumente dazu bringen, den Gesang verändern, zum Teil auch umstrukturieren. Und ich stelle mir jetzt gerade vor, wenn ich so 4 Remixe hätte von einem Lied und würde jetzt die Aufgabe bekommen, daraus zu schließen, was denn eigentlich mal das ursprüngliche Lied gewesen ist. Das muss ja ungefähr so sein, wie das, was du gerade beschrieben hast. Also wenn da so Dinge umsortiert werden, umgruppiert werden und bei so viel Remixen, Neudeutsch, weiß ich ja auch nicht, wie denn der ursprüngliche Komponist eigentlich mal das Lied vorgehabt. Du kannst Rechtsklick Eigenschaften und dann auf Erstellungsdatum. Bestenfalls bei uns, ja. Aber das war. Im schlimmsten Fall könntest du heutzutage noch den Musiker fragen, das geremixt hat, wenn das so heißt. Ja. Während Snorri können wir leider sehr schwer fragen, nicht? Ja. Kannst es versuchen. Man muss sich auch lösen von diesem Thema, was war ganz ursprünglich bei Snorri jetzt, nicht? Mhm. Weil das zu rekonstruieren oder auch bei Edda-Liedern, die absolute Urform. Wir streiten ja über jedes, also als Wissenschaftler, über jedes einzelne Edda-Lied. Bestand die Hauvermaul aus 4 Gedichten oder aus 5 oder nur aus 3 und gehören Teile überhaupt ursprünglich nicht dazu und so weiter. Und das geht quer durch alle Edda-Lieder. Bei der Völusbau gibt's Autoren, die behaupten, diese Zwergenstrophen können gar nicht dazugehören, die sind so unorganisch. Ich würde sagen, die Zwergenstrophen sind ziemlich amüsant und schön zu lesen und Tommy, du könntest die ja mal vorlesen, nicht? Ich habe sie gerade nicht da. Ich schau mal, aber die müssten ja auch in dem normalen Edda-Ding drin sein, weil da die Völusbau. Ja, die sind da sicher drinnen, ja. Das ist die Frage, was tun wir damit? Wieder, wo ich vorher war, ne? Der Tommy sucht und blättert. Wir müssen das jetzt kommentieren, quasi als Erzähler. Ich guck mal, die Sprache der Dichtkunst ist doch danach, oder? Das ist nach der Völuspau. Ach nee, Moment, die Völuspau ist in Götterliedern der älteren Edda. Im anderen Heftchen, du bist im falschen Heftchen. Ich hab's, okay. Das ist also aus Die Weissagung der Seherin, das ist, kann man wohl mit Fug und Recht behaupten, das berühmteste Edda-Gedicht. Edda-Lied, ja. Edda-Lied. Oder Edda-Gedicht, ich mag schon den Ausdruck Lied nicht, weil es insinuiert, dass dieses Zeug alles gesungen worden wäre, was man zwar kann, aber nicht muss. Sag mal, die sind doch da Teil von der Weissagung der Seherin. Wo sind sie denn, Herrgott, nochmal? Ja, irgendwo Namen. Bei ich hab 30 sie. Oder, ja. Da war Monsognir von allen Zwergen der Trefflichste geworden. Und Durin, die Namen übrigens sollten euch bekannt vorkommen. Ja, na klar. Der zweite, viele Menschengestalten schufen sie Zwerge aus Erde, wie Durin sagte. Ich spreche die bestimmt nicht alle richtig aus. Ich versuch's, ja. Nii und Nidi, Northri und Sudri, Austri und Westri, Altjoft, Valin, Bivor, Bavor, Bömbur, Nori, An und Anre, Eir, Mjöt, Vintir, Veig und Gandalf. Windath, Rhein, Tek und Thorin, Tror, Vid, Lit, Nar und Niard, nun habe ich die Zwerge Regin und Ratsvid richtig genannt, Fili, Kili, Fundin, Nani, Hebdi, Vilin, Hanas, Vinur.
Svirufa, Frarhon Bori Freck und Lori Aurvang Jeri Eikinskjaldi. Zeit ist, sie Zwerg aus Dvalins Schar, den Menschen bis Lofar aufzuzählen, die gingen von den Steinen des Grunds nach Aurvangersitz, nach Jörvelir. Dort war Draupnir und Dolkthrasir, Har Haugspori, Levang, Glois, Girvir, Virvir, Skafid, Ari, Alfi und Ingvi, Eikinskjaldi, Fjarlol, Frosti, Finn und Ginnar, wie lange geht das noch? Die Liste der Ahnen wird auf Lofar zurückgeführt, solange die Welt besteht. So. Danke. Und das ist wirklich bizarr, dieses Ding, weil es mitten in einer Geschichte ist, wo eigentlich, wo man wirklich beim Urschleim, wie Rudi gesagt hat, beginnt und dann endet mit der Apokalypse, der Götterdämmerung und dem neuen Werden der Welt und Baldur, der wieder aufersteht. Und mittendrin werden hier, also wirklich unorganisch, diese Zwerge aufgeführt. Und ich kann mir trotzdem vorstellen, Rudi, wie du sagst, das ist deswegen da drin, weil das Schee ist. Das war jetzt, da hat jetzt niemand sich gedacht, ah, das passt da irgendwie nicht rein und so. Und hat sich gedacht, oh, das ist doch schön. Und hat es einfach reingetan. Und drum ist es da drin. Kann ich mir nachvollziehen. Ja, und die haben alle den enormen Vorteil, man kann sie auch verwenden. Also da sind einige von diesen Zwergennamen sind sicherlich keine ursprünglichen Zwergennamen wie Austri und Westri und Nordri und Sudri, die einfach Osten und Westen und Süden und Norden heißen, nicht? Sondern die hat man eingebaut. Wir müssen das erzählen, ganz gleich von den Zwergen. Weil es einen Mythos angeblich gab, nachdem also der Himmel an den vier Enden der Erde, wo immer das sein mag, von vier Zwergen getragen worden wäre. Was man vielleicht ein bisschen damit erklären kann, dass es einen Dachbalken gab in den germanischen Häusern. Und zwar ist das der im First senkrecht drinnen steht, also über dem querliegenden Balken bis zu oben zum Firstbalken. Und das ist natürlich der kürzeste von allen Balken, die man beim Hausbau verwendet. Und der heißt Dwerger. Das ist ein Zwerg, ach, nicht? Der Zwerg. Der ist eben kürzer. Mhm. Und wenn man sozusagen alle Enden des Hauses damit bestückt hat, dann hat man tatsächlich Austri und Westri und Nordri und Sudri und die sind alle Zwerge, nicht? Ja, okay. Ich muss da leider eine Anekdote dazwischen schieben. Ihr könnt mir ja so Handzeichen immer geben. Ich schlag dann einfach zu. Ich schlag einfach zu. In den Nacken dann. In den Nacken. Muss aber um mich das herum. Kann er bei mir nicht. Genau. Als wir Mara und der Feuerbringer verfilmt haben, habe ich dem Ausstatter gesagt, er möge in die Hütte von Loki, die wir an dem See gebaut haben, irgendwie noch einfach irgendwie Schnitzereien oder irgendwas applizieren. Und dann hat er gesagt, ja, und wie sollen die aussehen? Und dann habe ich gesagt, du, da gibt es so schöne Zwergen-Schachfiguren, glaube ich, waren das, oder die so zwergisch aussehen oder so eher Berserker vielleicht. Aber die haben was Zwergisches. Mach doch einfach Norden, Süden, Osten, Westen diese vier Zwerge aus der Völuspá. Und dann habe ich den Fehler gemacht, meinen wissenschaftlichen Berater zu fragen, wie die eben aussehen sollen. Und dann habe ich mir erstmal einen Download vom Rudi geholt, dass wir überhaupt nicht sagen können, ob es diese Zwerge überhaupt gab. Dann habe ich mir gedacht, weißt du was, es ist jetzt einfach dann doch ein bisschen Gestaltungsfreiheit, die ich dann vielleicht trotz Rudis Anwesenheit trotzdem habe. Und dann wurden die extra geschnitzt, ganz wunderschön, und da dann hineingesetzt. Und dann wurde diese Hütte eingerissen, das ist halt Teil des Films. Und als der Rudi dann das Bild gesehen hat von diesen Zwergen, war kurz still und dann sagt er, konne die ham. Und das finde ich sehr... Ich habe sie bis heute nicht. Nein, weil unser Ausstatter nämlich dann den Typen bezahlen wollte, der die geschnitzt hat. Und der hat ihm gesagt, du, wenn die beim Einstürzen von der Hütte nicht kaputt gegangen sind, musst man nichts zahlen, ich will sie nur wieder haben. Ah. Die stehen jetzt in seinem Garten. Okay. Vielleicht ist das jetzt ein ganz guter Zeitpunkt, nochmal einen thematischen Schlenker zu machen, der mir so ein bisschen auch unter den Nägeln brennt. Ich würde so wahnsinnig gerne nochmal hören, wie ihr, also du und Rudi, euch kennengelernt habt und wie ihr zu den Germanen gekommen seid. Und ich würde noch einen Schritt vorher fragen, warum ist überhaupt Tommy Krabbeis so sehr an den Germanen interessiert? Wo kommt das her? Genau, also dann fange ich damit an und der Rudi muss dann die Kennenlerngeschichte erzählen. mach mal. Ich hatte von einer Redakteurin von ProSieben eine Info bekommen, dass man nach einem Stoff für eine Mystery-Serie suchen würde für ProSieben. Donnerstagabend. Und ob mir denn was einfallen würde. Nebenbei, Fun Fact, diese Redakteurin trug den Vornamen Edda. Ach, ja. Wie schön ist das? Echt unglaublich. Und das wusste ich aber damals noch nicht, dass das eine Bewandtnis hat. Auf jeden Fall habe ich dann halt überlegt, was könnte man machen? Und alles, was ich mir im Hirn ausdenken konnte, gab's schon.
gerade, also da war gerade die X-Files und alles war total präsent, dann Vampire gab es und alles war irgendwie durcherzählt und es war auch, was jetzt so Area 51 und so weiter angeht, auch zu amerikanisch für meinen Geschmack. Ja. Also nicht, dass ich jetzt was gegen amerikanische Stoffe hätte, aber ich wollte irgendwas erzählen, was bei uns im Boden steckt. Und da kam ich natürlich logischerweise im Ausschlussverfahren auf die nordische Mythologie und habe mit Erstaunen festgestellt, dass drei unserer Wochentagsnamen nach nordischen Göttern benannt sind, beziehungsweise die Römer sie nach nordischen Göttern benannt haben, aber egal. Und im Englischen gibt es sogar noch einen vierten Tag, den Wednesday, den Wodanstag. Und das fand ich total faszinierend. Und dann habe ich mich da so, wie man das halt macht, erstmal so hineingegoogelt und habe dann festgestellt, um Gottes Willen, da gibt es ja so wahnsinnig viel schwurbelige Schleppscheiße im Internet. Was mache ich denn da? Ich konnte das gar nicht auseinanderhalten. Ich wusste nicht, was ist richtig, was ist falsch. Auch bei Wikipedia ist nicht so wirklich. Also manche Dinge wiederholten sich, manche Dinge fanden sich da auch, wo ich mir dachte, Moment, das habe ich aber sonst nirgendwo gelesen. Und ich war relativ schnell am Rande der Verzweiflung und habe dann einer damaligen Produktionsleiterin von der Bummfilm, der Katja Weisinger, gesagt, bitte ruf doch mal oder nimm mal Kontakt auf mit diesem Herrn Simek, der hat nämlich das Lexikon der germanischen Mythologie geschrieben und überall taucht sein Name auf und das scheint wohl eine Koryphäe auf dem Gebiet zu sein. Ja, und dann hat sie den Rudi angerufen und jetzt musst du erzählen, wie es weiterging, Rudi. Ja, angerufen hat mich die, glaube ich, nicht. Hat sie dich angemailt? Na, ich kann mich, also es ist ein bisschen her, wir reden von vor 14 Jahren übrigens. Ja. Oder sie haben meine Erinnerung ist, wir haben. Nein, da war aber, das Erste, was ich davon gehört habe, war eine Mail, wo der Name Krappweiß und Bummfilm drinnen vorkam. Und ich dachte, wieder mal, oder nein, eigentlich nicht wieder mal, das passiert nämlich eigentlich fast nicht, will mich wer verarschen. Und habe also wahrscheinlich zuerst mal gar nicht reagiert drauf, vermute ich. Und wie bei der zweiten Mail war ein Anhang dabei, wo schwurbeliges Germanenzeugs auf einer Seite zusammengefasst war. Das warst so, aber schon du, Tobi. Du bist das so gemein, dir. Rudi, du bist so gemein. Ja, aber red weiter. Ja. Na, ich bin nicht gemein, aber das war halt. Scheiße. Ich dachte, meine Güte, was macht man damit, nicht? Und hab halt ein bisschen Kommentare da abgegeben. Aber was mich viel mehr interessiert hat, ist, warum, wenn der wirklich was mit Filmen zu tun hat, da der Herr Krappweiß, den es anscheinend wirklich gibt, das kann man ja googeln schließlich, dann was will er eigentlich damit? Und dann haben wir doch telefoniert darüber. Richtig. Und du hast mir dann klargemacht, dass du es ernst meinst. Und das hat also, das waren schon einige Wochen, bis ich wirklich geglaubt habe, A, dass es dich gibt und B, dass du ein ernstes Vorhaben hattest, nicht? Und, ja. Und dann hat es mich natürlich angefangen zu interessieren, wie mich ja leider viel zu viel interessiert. Du musst es nicht relativieren, das ist völlig in Ordnung, wenn du einfach sagst, es hat dich interessiert. Ja, okay, es hat mich interessiert. Danke. Und dann sind wir natürlich da in einen, würde ich sagen, konstruktiven Dialog eingetreten, weil es mich eben nicht stört, dass man künstlerisch damit umgeht, solange man das auch sagt. Ja, genau. Und meine Ansage war an mich selbst, ich möchte gerne alle Dinge, die als wissenschaftlicher Kenntnisstand im Buch auch so erwähnt werden, richtig haben. Mhm. Und alles, was dichterische Freiheit ist und wo jetzt niemand sagt, das stimmt aber so nicht, das kann ich dazu erfinden. Ja, aber ich wollte, dass dieser Professor Weisinger, jetzt wisst ihr auch, woher der Name kommt, eben alle Dinge, die er dann postuliert, auch belegen könnte, wenn man ihn danach fragen würde. Und ich erinnere mich, dass die ersten 100 Seiten, die ich dem Rudi geschickt habe, oder die ersten 30, das weiß ich nicht mehr genau, nach dem ersten großen Anschiss, die kamen zurück und in der Mail stand, habe der Einfachheit halber alles rot markiert, alles scheiße. Grüße, Rudi. Nein, das ist eine Legende. Das ist eine Legende. Die macht der Tommy, das erzählt er immer. Ja. Weil ich, also erstens waren wir nicht bei du, zweitens verwende ich nicht Scheiße in Mails. Und okay, sachlich stimmt es natürlich. Aber
Nein, aber so beantworte ich keine E-Mails. Ne? Ja, aber inhaltlich inhaltlich sagen, stimmt. Ja, war es echt furchtbar. Ja. Und das heißt aber ganz kurz, die ProSieben-Serie hat dann ja nicht stattgefunden, aber ihr beide hattet Kontakt und dann hast du mit Mara angefangen. Es war so, dass ich dann, als ich dachte, ich nehme ein 14- oder 15-jähriges Mädchen, das ist schlecht gelaunt, hat keinen Bock, Held zu sein, muss die Welt retten, hat überhaupt kein Interesse dran, weiß nichts von nordischer Mythologie und so weiter, war mir schon klar, das ist so eine, also die Struktur von dem Ding ist zwar sehr klassisch, aber die Heldin ist sowas von anti und gegen alles und schnodderig und hat keinen Bock und ist maulfaul und findet ihre Mutter blöd und so weiter. Das wird niemals eine ProSieben-Serie, weil die haben sich eher sowas wie wie heißen die zwei Winchester-Brüder? Wer ist die Serie? Ach so, Supernatural. Sowas hatten sich die, glaube ich, vorgestellt. Mhm. Und dann habe ich die Edda angerufen und sagte, Edda, sagte ich. Erstens, ich weiß jetzt, du heißt wie ein berühmtes Buch. Zweitens, Schriftstück. Und zweitens, das wollt ihr nicht haben. Ah, bist du sicher? Habe ich gesagt, ja. Und was machst du jetzt? Habe ich gesagt, ich schreibe jetzt ein Buch. Und weil es war dann schon so viel da, und dann habe ich gesagt, jetzt schreibe ich ein Buch. Und während des Schreibens stellte ich fest, ups, ich glaube, ich schreibe 3 Bücher. Und dann haben der Rudi und ich da einen 2,5-jährigen Austausch hingelegt. Ich habe jedes Mal, wenn der Rudi was kritisiert hat, eigentlich entweder versucht rauszufinden, wie könnte ich denn trotzdem recht haben? Oder ich habe mich still gefügt und habe es einfach komplett geändert, so wie der Rudi das wollte. Naja, also so oft hast du dich nicht gefügt, außer bis ich dir gesagt habe, dass der Weisinger keinen Pulverkaffee trinkt. Ja, das habe ich geändert. Weil der Rudi hat sich Anfang des zweiten Bands so sehr mit dem Professor Weisinger identifiziert, dass er mir untersagt hat, dass der Pulverkaffee trinken darf. Und du hast dann noch gesagt, vielleicht kann er das ja in die Zimmerpflanze. Nein, ich habe gesagt, wenn du ihn zwingst in deinem Buch, dass er Pulverkaffee, dann verlange ich, dass du hineinschreibst, dass er den diskret in den Feng Shui Zimmerbrunnen dieser Esi-Tante da kippt. Dann habe ich den Pulverkaffee einfach weggelassen. Ja, aber obwohl das mit dem Zimmerbrunnen auch schön gewesen wäre. Ich stelle mir immer vor, wenn der so braun sprudelt. Also wir haben ja ein gemeinsames Laster, der Tommy und ich, und das ist ein überbordendes Kopfkino. Ja. Und Riesenproblem. Würdest du denn sagen, Rudi, es wäre schöner, wenn mehr Autoren, Künstler, Medienschaffende Nähe zu Personen wie dir suchen würden, damit die Dinge vernünftig dargestellt werden, weil es falsche Bilder irgendwann vielleicht dann doch löscht aus der Gesellschaft? Oder sagst du, das Kind ist eh schon in den Brunnen gefallen, das werden wir nie wieder gerade ziehen können? Also es gibt Sachen, die kann man revidieren. Ich kann erwähnen, nachdem ich mir seit 22 Jahren den Mund fusselig rede und alles drüber schreibe, sind die Hörnerhelme der Wikinger ja fast gestorben. Ne? Ja, das hast du geschafft. Das rechne ich mir selbst hoch an. Ja. Wir dir auch. Aber das heißt natürlich noch, dass bis in alle Ewigkeiten in jedem Cartoon ein Typ mit einem Hörnerhelm als Wikinger identifiziert wird. Also insofern ist das Kind ja doch in den Brunnen gefallen. Ne? Ja, und Rudi, dieser eine Helm mit der Skibrille, das heißt ja auch nicht, dass die alle jetzt den tragen. Wir haben ja nur einen Helm. Ne? Ja, also statistisch gesehen ist ja der nicht so wahnsinnig repräsentativ. was die Frage jetzt eigentlich war, ich glaube nicht, dass die künstlerische Beschäftigung, die also die Wissenschaft so suchen würde, wie der Tommy es gemacht hat, wahnsinnig viel ändern würde. Auch wenn noch 20 Autoren kämen. Der Neil Gaiman tut das ja auch, nicht? Mhm. Also als kleiner Ableger von Tommy sozusagen für mich. Wenn dann umgekehrt. Ja. Tatsächlich umgekehrt. Nein, ich habe ihn Tommy viel früher kennengelernt als Neil Gaiman, das muss ich dazu sagen. Ja, aber der Neil Gaiman hat schon vorher über die Götter geschrieben und er hat dir sein Buch Nordische Mythologie gewidmet. Ja, ich weiß, aber ich habe auch seine American Gods sehr interessant gefunden. Ich wusste nur zuerst wirklich nicht, was ich damit anfangen soll. Aber trotzdem, ich meine, das ist interessant. Nur auf die Frage zurückzukommen, ist das Kind in den Brunnen gefallen? Ja, weil Neil Gaiman kann jetzt mit dieser Nordic Gods da, oder wie das letzte heißt, oder auch was Tommy schreibt
wo viel an Faktischem drinnen ist, das wird das Kind nicht aus dem Brunnen ziehen, weil das Internet so voll mit Scheiß ist. Mhm. Weil das Internet so voll mit diversem Müll ist, dass es hoffnungslos ist, Leute bekehren zu wollen, dass die Edda eben keine Bibel der Germanen ist. Da habe ich die Hoffnung eigentlich aufgegeben. Und dass die Warnen jemals wieder von der Bildfläche verschwinden, obwohl ich in wissenschaftlichen Kreisen verschrien bin, Rudi Simek, the man who killed the Vanya, nicht? Aber das hilft nichts im öffentlichen Bewusstsein. Bei den Wikinger-Helmen ist es noch irgendwie gegangen, aber ich glaube, beim anderen ist es ziemlich hoffnungslos. Bei vielen anderen Themen. So oder zum Beispiel bei dem Alter der Edda-Lieder. Ich habe immer noch Kollegen, die glauben, das sind Kultgedichte aus dem 8. und 9. Jahrhundert. Also dieser dicke Edda-Kommentar jetzt, der in Frankfurt in 7 dicken Bänden erschienen ist, der hat das eigentlich gekillt, aber die Leute wollen das nicht hören. Und darum ist es auch in wissenschaftlichen Kreisen schwierig und in populären Kreisen noch viel schwieriger und im Fringe des Internets unmöglich, ja, würde ich sagen. Nach der Wissenschaftsgemeinschaft hätte ich jetzt sowieso noch gefragt, zu der Zeit, als du dein Lexikon der germanischen Mythologie in Angriff genommen hast, wie bist du da im Fachkollegium betrachtet worden? Also war das irgendwie super, endlich macht das mal jemand, oder wie war da die Reaktion? Also solange ich dran gearbeitet habe, wusste es ja Gott sei Dank niemand. Mhm. Und dann war ich habe noch nie vorher oder nachher von einem Buch so viel, ich glaube, ich hatte 250 Rezensionen, nicht? Hm. Und das ist dafür, dass es ein wissenschaftliches Buch ist, schon ziemlich viel. Und wie soll ich sagen, die Rezeption war gemischt. Ich habe eine wirklich schlechte Rezension bekommen. Ich weiß nicht mehr, in welcher Zeitschrift oder Zeitung das war, wo gesagt wird, wieso erlaubt sich ein so junger Mensch, ich war ja damals unter 30, erlaubt sich ein so junger Mensch über die germanische Mythologie zu schreiben, der hatte doch überhaupt keine Ahnung von der Nazi-Zeit und so weiter, wo ich mir nur gedacht habe, hallo, was hat das miteinander zu tun, nicht? Also der aber hat wirklich die meisten anderen haben gesagt, na, endlich gibt's ein Nachschlagewerk. Also das war, ich glaube, das war der Tenor damals, weil es gab nichts zu dem Thema außer diese zweibändige germanische Religionsgeschichte von dem alten Nazi Jan de Vries, nicht, die man in den 60er Jahren wortlos ohne das Nazi-Vorwort aber nachgedruckt hat in der wissenschaftlichen Buchgesellschaft, was ich damals bedenklich fand und noch immer bedenklich finde, weil der natürlich Ideen ventiliert in dem Band, die zwar nicht offensichtlich arisch-rassistisches Gedankengut transportieren, aber doch ziemlich viel aus der Forschung oder zum Teil sogenannten Forschung der 20er und 30er Jahre aufgenommen haben. Ja, oder den Grimm mit seiner deutschen Mythologie, wo auch wahnsinnig viel Zeug dazu erfunden, ja, also der stand dem Snorri nichts nach. Wir haben ja mehrere deutsche Mythologien, nicht? Und aber die, auch die deutsche Mythologie von Simrock, die sind in ihrer Zeit, nicht? Also wir sind da im tiefsten 19. Jahrhundert. Und dass man damals als Deutsch was bezeichnet hat, ist ja erst später zum Problem geworden. Für die hieß Deutsch germanisch. Und wenn ich mein Lexikon germanische Mythologie nenne, dann ist das ungefähr ins späte 20. Jahrhundert übersetzt, was Grimm Mitte des 19. Jahrhunderts gemacht hat mit der deutschen Mythologie. Und dass er ganz andere Quellen damals benutzt hat, also viel mehr dieses Volkskundliche und der hat ja Märchen herangezogen und Sagen und so weiter, was wir heute, also, na gut, es gibt ein paar Kollegen, die tun das auch, aber im Großen und Ganzen versuchen wir da viel kritischer an die Quellen heranzugehen, nicht? Aber trotzdem hat Grimm gigantische Arbeit geleistet, natürlich, für seine Zeit. Mir ist noch eine Sache eingefallen, die vielleicht eventuell von Interesse sein könnte, was unsere Zusammenarbeit angeht. Mhm. Und zwar hatten wir ja diverse Diskussionen immer mal wieder. Ich habe irgendeine Quelle gefunden, habe erstmal mir sie verifizieren lassen. Rudi hat sie gnädig abgenickt, weil sie aus seinem eigenen Lexikon kam. Und dann hast du aber Schwein gehabt. Da bin ich großzügig, ja. Und dann habe ich aber irgendetwas
da hineingelesen, was sich für mich völlig schlüssig anhörte, wo ich mir dann von Rudi wieder einen Rüffel abholen musste, dass das ja wiederum nicht ginge. Hast du da ein Beispiel? Oder? Ich hab ein Beispiel, das habe ich zwar im Endeffekt dann, weil es zu frustrierend war, dass man das so nicht verwenden kann, dann nicht ins Buch geschrieben, aber es war eine Unterhaltung zwischen uns. Und zwar hatte ich die Merseburger Zaubersprüche, also diese germanischen Zaubersprüche, die in einem, waren die nicht in einem Liederbuch? Oder? Nein, in einer Bibelhandschrift. In der Bibelhandschrift zu finden waren, am Rand hingeschrieben. Die hatte ich gefunden, ja, also in der Reißen, wie man so schön sagt, und las da vollende Worten furon si holza do warte o balderes furlons in furs birenkit. Klang schon mal irgendwie toll, so Herr der Ringe mäßig. Mhm. Dann habe ich diverse Übersetzungen gewälzt und da hieß es dann immer Fohl, also ein Typ, der Fohl heißt. Mhm. Fohl und Wodan, also Odin, furon si holza, gingen in den Wald. Mhm. Do warte o balderes furlons in furs birenkit. Da wurde Balders Fohlens Fuß verrenkt. Ja? Oder also der Fuß des. Ja, genau, da möchte ich drauf hinaus. Denn dann habe ich mir gedacht, Moment, wo kommt jetzt was für ein Fohl und wo kommt jetzt plötzlich der Balder her? Und das passt irgendwie ist das komisch. Also sind die jetzt zu dritt, zu viert oder wer ist jetzt wie, aber was? Und habe den Rudi gefragt und dann hat der Rudi mir gesagt, naja, im deutschen Raum gibt's eigentlich diesen Gott Balder gar nicht. Es gibt aber einen Begriff, ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, Balder, einen Begriff Balder für Herr. Ja. Das heißt, im Endeffekt könnte man sagen, vorlente Wordern furon si holza, also das Fohlen vielleicht sogar und Balder, oder der Bald, also Entschuldigung, vorlente Worte, also der Odin saß auf seinem Pferd und ist in den Wald geritten. Und do warte o balderes Fohlens in Fuß berenkit, heißt einfach, da wurde des Herrn Fohlen Fuß verrenkt. Mhm. Das heißt, es waren nicht vier inklusive Fohlen, sondern es waren nur zwei. Und einer oder davon vielleicht drei. Ja, es waren zwei und einer davon war ein Pferd. Und dann habe ich zu Rudi gesagt, ja, aber dann könnte ich doch jetzt einfach sagen, der Odin ist in den Wald geritten und dann hat sein Pferd Fuß verrenkt. Und dann hast du gesagt, na ja, also zumindest erinnere ich mich so, das könnte man jetzt daraus schließen und es ergibt auch total Sinn, aber du darfst es trotzdem nicht sagen. Du hast gesagt, warum darf ich das jetzt nicht sagen? Du hast gesagt, weil es nicht beweisbar ist. Genau. Und das hat mich frustriert, weil es ist doch total logisch, es liegt doch auf der Hand. Und dann hast du gesagt, ja, bring mir irgendeinen Querverweis irgendwoher und dann darfst du das sagen. Boah, war das nicht. Es gibt einen Aufsatz von einem alten Nazi, ich sage ich keinen Namen, der hat gesagt, der Aufsatz heißt, es gibt kein Balder Herr. Und der war also ganz, ganz fest davon überzeugt, dass Balder der Gott ist. Aber wie gesagt, das wäre der allereinzigste Beleg im ganzen südgermanischen Raum, dass irgendwer jemals von einem Gott Balder was gehört hätte. Mhm. Wie krass. Und warum ist es also so wahnsinnig wahrscheinlich nicht. Aber? Gut, aber das ist eine andere Geschichte. Beweisen kann man es nicht, weil dazu bräuchte man noch aber man irgendwas. Aber man kann es falsifizieren, das ist ja das Problem bei solchen Sachen, nicht? Wir können uns weder verifizieren noch falsifizieren. Und wenn man sich dann so tief, oder zumindest für meine oberflächlichen Verhältnisse, tief in sowas hineindiskutiert, da muss man dann wirklich aufpassen, dass man als Autor nicht irgendwann völlig bewegungsunfähig wird, weil ja, ich darf das nicht. Und da, also ich sage immer, ohne Rudi hätte ich die drei Bücher in einem Jahr geschrieben, mit ihm hat es 2,5 gebraucht. Danke dafür übrigens nochmal, Rudi. Oh shit. Das tut mir echt leid. Ja. Wie hast du dann konkret künstlerisch solche Klippen umschifft? Also das habe ich einfach weggelassen. gut. Und bei anderen Dingen trieb mich eigentlich der Alp der Perversheit auf meiner Schulter, dass ich mir überlegt habe, ich muss das jetzt irgendwie so einbauen, dass der Rudi nichts dagegen sagen kann. Und das war eben beim Suebenknoten der Fall, wo ich dann einfach im Endeffekt das so gelöst habe, dass der Suebenknoten zwar mit Loki tatsächlich nichts zu tun hat, er aber trotzdem einen hat, weil es so aussieht wie einer. Aber gar keiner ist, aber irgendwie dann doch. Das war sehr, sehr trickreich von dir. Ja, passend, oder? Ja, also wirklich. Also da hat er mich echt ausgetrickst. Aber ich hab noch ein Bild im Kopf und das ist, schießt mich gerade wieder so durch, dass das, was du gerade so durchgemacht hast und beschrieben hast, Tommy, beim Schreiben, im Grunde genommen genau das ist, was Wissenschaftler im sogenannten Peer Review erfahren. Also du möchtest etwas veröffentlichen und damit du das dann darfst und damit das auch eine anerkannte und geprüfte Veröffentlichung ist, schauen Wissenschaftler des gleichen Faches kritisch drüber und suchen sogar absichtlich die Fehler, damit hinterher sichergestellt ist, wenn es denn einmal veröffentlicht wird, sind möglichst viele
wenig Fehler drin und es ist möglichst richtig. Das heißt ja im Grunde genommen, Rudi, dass du das Buch von Tommy begutachtet hast die ganze Zeit, oder? Kann man definitiv so sagen. Revisionen gebeten hast. Ja. Mehrfach. Ja, einerseits schon. Übrigens auch die Rosi, nicht? Also meine ja, damals 14-jährige Tochter, die hat da auch eingegriffen. Aber die hat auch inhaltlich, die hat dann gesagt, also ich finde, das kann man so als 14-jähriges Mädchen, also das hätte ich damals so nicht gesagt. Also so weit ging es dann. Und ich habe dann zu meiner jetzigen Frau dann gesagt, ohne Scheiß, jetzt hat auch noch die Tochter von dem irren Wissenschaftler angefangen, mir irgendwelche Einlassungen zu schicken. Ich habe sie alle umgesetzt, weil ich bin kein 14-jähriges Mädchen und war tatsächlich im Endeffekt dankbar darum. Ja. Nein, aber zu der Idee mit dem Peer Review. Ich muss dazu sagen, ich oute mich jetzt, ich hasse Peer Reviewing, weil ich aus einem kleinen Fach komme. Das heißt, ich kann mir in 85% aller Fälle ausrechnen, wer da seine blöden Kommentare in meinen Aufsatz geschrieben hat. Okay. Und gehe natürlich aus rein pragmatischen Gründen davon aus, dass der sowieso Unrecht hat. Und weil ich ihn ja kenne, nicht? Und oder vermutet. Das ist jetzt aber gar kein gutes Bild der Wissenschaft, Rudi. Ich will es nur einmal ansagen. Doch, es ist ein sehr lebendiges. Sagen wir es so. Also in manchen Naturwissenschaften und auch in Gesellschaftswissenschaften geht man vom Peer Review wieder ab, weil es eigentlich nicht sonderlich produktiv ist. Natürlich werden vereinzelt Fehler korrigiert, aber es führt natürlich auch zu Feindschaften. Es macht den Produktionsprozess unendlich lange, weil kein Mensch wird ja für so einen Peer Review bezahlt oder kriegt irgendwelche Punkte dafür, sondern es macht nur unnötige Arbeit. Es dauert ungefähr ein Jahr länger, bis ein Aufsatz herauskommt. Das heißt, es verzögert die Halbwertszeit der Wissenschaft enorm und der Effekt ist überschaubar, würde ich sagen, weil bei Tommy ist es was anderes, weil er nicht vom Fach war. Also er hat mir Sachen geglaubt, was ich toll finde, nicht? Also endlich wird er mir glaubt. Und aber wenn ich bei einem Kollegen sowas hineinschreibe und sage, du kannst den Merseburger Zauberspruch überhaupt nicht verwenden, der wird sagen, mein ganzer Aufsatz ist darüber, hallo? Also ja, aber dein Fach ist ja wirklich speziell oder auch generell jetzt Literatur und solche Dinge und Kultur, finde ich was völlig anderes als, um jetzt mal ein aktuelles Beispiel zu nehmen, Viren. Da bin ich schon sehr dankbar für die Peer Review, das muss ich dir schon sagen. Ja, aber auch bei den Virologen, also das ist nicht ganz so einfach und bei den, lassen wir das jetzt, weil sonst kommen wir in eine zu aktuelle Diskussion aber hinein. Andere Debatte, aber es gibt ja auf jeden Fall, egal in welchem Fach, lebhafte Forschungsdiskussionen. Natürlich. Ich denke mal, dass die Community da auch Rivalitäten mal beiseite, aber letzten Endes ganz gut zusammenarbeitet am aber Fortschritt. Gegeneinander der zusammenarbeitet. Genau. Aber wie ist denn so ein Kongress bei euch, Rudi? Also ist vier Leute. So vier Leute, die sich dann zwei Tage lang streiten bis aufs Blut. Und dann aber alle glücklich nach Hause fahren? Oder wie muss man sich das dann vorstellen? Nein, das ist bei uns anders. Also die meisten Kongresse bei uns haben, würde ich sagen, 20 bis 50 Personen. Nur die alle drei Jahre stattfindenden Saga-Konferenzen haben 200 oder 300 Personen. Und wir streiten den ganzen Tag, wie du sagst. Und am Abend gehen wir alle zusammen heftig trinken. Weil das ist also bei uns in der Fachkultur sehr verankert, wie übrigens auch bei den Archäologen. Also bei den Vor- und Frühgeschichtlern, die haben eine ähnliche Fachkultur. Anscheinend überlebt man so ein Thema nur unter Alkoholeinfluss. Müssen wir demnächst mal genauer nachfragen, ja. Vielleicht lassen wir es aber auch. Ja, jetzt haben wir natürlich im Laufe der Folge wahnsinnig viele Probleme benannt, die es ja auch konkret gibt und von denen vielleicht einige, wie zum Beispiel der Quatsch im Internet, auch nicht besser werden unbedingt. Aber es gibt ja Bücher wie Mara und der Feuerbringer, jetzt ein Film, jetzt ein Hörspiel, mit denen man wahnsinnig viele Menschen erreicht und auch für das Thema ganz neu begeistert. Mhm. Und ich glaube, dass wir auf dieser positiven Note ganz gut die Folge beschließen können, weil ich einfach das Gefühl habe, obwohl dieser ganze Quatsch im Netz steht und es natürlich auch Gruppierungen gibt, da haben wir jetzt nicht so drüber gesprochen, das ist aber auch einfach unerquicklich, die sich eben diese Ideologie so zu eigen gemacht haben, dass sie konkret leben, also de facto im realen Leben. Und sicherlich eine Gefahr darstellen, aber ich würde sagen, dass wir uns einfach die Germanen, um das jetzt nochmal so zu sagen, nicht nehmen lassen, dass wir sie uns einfach zurückholen. Genau.
Das wäre tatsächlich, das war ein Teil meines Anliegens mit dem Buch und das will ich auch nach wie vor. Und ich muss auch dazu sagen, dass jetzt Leute wie zum Beispiel Menschen, die eben diesen Asatru, wie nennt man das, diese Asatru-Religion leben, ich habe viele von denen kennengelernt und die sind keine Nazis, die sind wirklich total harmlose, liebe Menschen. Das muss man auch betonen. Muss man wirklich betonen, ja. Ja, also mit in dem, nicht, dass ich falsch verstanden werde, also mit Gruppierungen, die das leben, ja, meinte ich eigentlich eher, ja, so Rudenhof, Exheim und so, diese ganzen. Ja, natürlich. Nee, ich wollte nur, dass auch die HörerInnen das jetzt nicht falsch verstehen, denn da gibt's, das sind alle die, die ich kennengelernt habe, ganz liebe Menschen. Das, was wir wirklich, also was ich ja grausig finde, das sind halt die Leute, die ihren Thorshammer hinten neben den Kenwood-Aufkleber in die Windschutzscheibe packen und dann mit dem Hörnerhelm auf über die Autobahn fahren und dabei machen yes! Na, diese Leute, und zwar sind sie auf dem Weg zum nächsten Nazi-Konzert. Das kotzt mich sowas von an, das geht mir so auf den Senkel. Und dass die Leute sich dann auch noch als, das ist ja das Allergrößte, als Wikinger sehen. Ja, also Deutsche, die von sich selbst der Meinung sind, sie sind mittelalterliche Piraten. Das ist, das geht mir so auf den Nerv. Es ist so furchtbar. Ich finde es schön. Ich kenne ja auch viele Leute, die Mittelaltermärkte veranstalten, bin ja auch vielen aufgetreten. Und ich genieße es jedes Mal, wenn es da wieder heißt, ja, wir haben da gerade dann Leute irgendwie ihr Zelt aufgebaut und irgendwelche Runen drauf und auf ihrem Schild eben eine halbwegs versteckte Nazi-Symbolik und die haben wir gerade einfach achkantig rausgeschmissen. Da bin ich jedes Mal wirklich dankbar, dass es Leute gibt, die da so genau aufpassen. Ist nicht überall in Deutschland so, aber es passiert. Es passiert und das ist mir sehr... Ja, das muss man auch dazu sagen, bei dieser Rezeption germanischer Religion, also unter den Leuten jetzt, ich meine jetzt nicht die wissenschaftlich, unter den Leuten, die das leben oder leben wollen, gibt es eine gigantische Bandbreite, wie der Tommy schon gesagt hat. Also es reicht von Haut drauf, Skinheads mit Thor in den Nacken tätowiert, was ich weniger gutiere, bis zu sehr, wie soll ich sagen, esoterisch angehauchten Personen, die also wirklich glauben, dass ihnen ein Runenorakel was sagen kann, etwas, was es nie gegeben hat übrigens. Und bis das zu, bis zu Leuten, die, nein, aber, nein, überhaupt nicht. Schmeiß ich und, das wieder raus aus Mana 4. Ja, es kommt drauf an, wenn du so wem wie Maras Mutter andichtest, dann nein, hat er wieder Authentizität. Nein, ich wollte das, ach, lass mich doch in Ruhe. Ja, okay. Und aber bis ja, ich wollte sagen, bis hin zu Leuten, die sehr, sehr ernstlich eigentlich sich mit dem Thema befassen und auch glauben, dass das eine, wie soll ich sagen, eine Alternative ist oder ein etwas zum Christentum, das sie aus den verschiedensten Gründen nicht mehr so sonderlich attraktiv finden. Und die aber durchaus ernst und nett, wie der Tommy sagt, ich habe mit vielen schon Kontakte geführt und gehabt und Interviews geführt und so, die also wirklich sehr, sehr nette Menschen sind und die sich erbittert abgrenzen von allem, was rechtes Spektrum ist. Also man kann die nicht in einen Topf werfen und die man auf den Mittelaltermärkten oder auf Mittelalter-Musikfestivals trifft, die sind oft unglaublich sympathische Leute, die sich also ernstlich für das Thema interessieren und wirklich keine Nazis sind. Nicht? Das muss man festhalten. Ja. Dankeschön. Ja, und das finde ich sind wunderbare Schlussworte, mit denen wir diese Folge beschließen können. Und ganz, ganz, ganz herzlichen Dank an euch beide, dass vielen Dank für den Einblick. Ihr so weitergeholfen habt. Genau, wir werden auch ein paar, also das Lexikon der germanischen Mythologie, das werden wir auch verlinken, werden das interessiert, der kann sich das dann auch mal käuflich erwerben und da reinschauen. Natürlich die Mara-Bücher sowieso, wie wir das die erste Mara-Box gewinnen kann, das machen wir gleich mit Tommy noch. Und wer Interesse hat, auch die empfohlenen Übersetzungen, aus denen Tommy auch gerade vorgelesen hat, das werden wir auch euch nochmal verlinken in der Episode. Und dir, lieber Rudi, vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast, das auch so ausführlich darzustellen. Und im Grunde genommen könnte ich dir jetzt noch mehrere Stunden zuhören. Ja, aber du musst Gott sei Dank nicht, ja. Aber wenn, was ihr sagen könntet, wenn ihr das Lexikon verlinkt, dass es eine wesentlich erweiterte, revidierte, auf den letzten Stand gebrachte
vierte Auflage gibt seit wenigen Monaten. Also auf die werden wir hinweisen. Das alte Lexikon, sondern ich habe große Teile umgeschrieben, weil ich hoffentlich was dazugelernt habe. Dann verweisen wir auf die vierte Auflage auf jeden Fall und Tommy muss gleich ein Buch kaufen. Ja, welche habe ich denn? Die dritte. Scheiße. Echt jetzt? Ja. Tommy, ich schick dir eine. Ich leiste definitiv gerne meinen Beitrag und kaufe da eins, weil ich habe doch der zu Verlag, viele. Der, also das ist aber das ist doch der Verlag, der sich immer freut, wenn von dir was verkauft wird. Dann, ja, die machen dann vielleicht auch deine nächsten Saga-Bände wieder. Ja, also wenn die kämen, ja. Genau. Gut, danke Rudi. Ja, wir sprechen uns getrennt von dieser Veranstaltung noch mehrfach in unserem Leben. Vielen Dank. Davon gehe ich jetzt aus technischen Gründen schon aus. Ne? Ja, Tommy, und wir dürfen erneut CD-Boxen von dir verlosen. Richtig. Weil jetzt natürlich dieses wunderbare, und wir haben zumindest die erste CD schon hören können. Wir durften schon mal vorhören, ein wenig reinhören von Mara und der Feuerbringer. Das ist so wunderbar produziert. Und wir müssen das jetzt nicht sagen, doch müssen wir, weil es sitzt neben uns, aber es ist auch wirklich sehr schön. Wir müssen und wir wollen. Genau. Und wir dürfen 5 CD-Boxen verlosen, der ersten 3 CDs. Mhm. Wie ist es insgesamt geplant? Wie viele Boxen wird es da? Es wird 3 Boxen geben und es sind dann insgesamt 9 Teile sozusagen und die jeweils eine Box ist quasi ein Buch. Genau. Und ich habe jetzt gerade heute übrigens die erste CD von Box 2 Kontrolle gehört und war wirklich, ich war so begeistert. Erstens, weil ich mich gefreut habe, wie toll es funktioniert, was wir da geplant haben. Und zweitens, dass der Kevin, der das in Berlin gerade mischt, dass der das so gemacht hat, dass ich nur eine Stelle hatte, wo ich irgendwie gesagt habe, ach, mach doch da noch ein bisschen Hall rauf. Und ansonsten ist es exakt so, beziehungsweise noch besser, als ich es mir hätte vorstellen können. Super. Und das ist einfach das Allergeilste. Mhm. Weißt du, wenn du nicht das Gefühl hast, du arbeitest mit Leuten zusammen, wo du alles nochmal und nochmal und nochmal erklären musst, sondern die einfach so ein Können haben und so einen tollen Geschmack und so eine Finesse, dass es besser wird dadurch als alles, was ich hätte machen können. Das ist auch beim Film natürlich ganz großartig, ne? Wenn du einen tollen Kameramann hast, der selbstverständlich das besser kann als du, Sprecher, die besser sprechen als du, dann wird's erst richtig gut. Und jetzt darfst du noch den Betreff sagen, den uns die HörerInnen schicken. Mit der Mail. Also die HörerInnen sollen etwas in den Betreff schreiben, damit sie an der Verlosung teilnehmen. Ja, genau. Das mache ich allzu schwer, aber ein bisschen schwer. Sie sollen in den Betreff den Namen der Göttin schreiben, nach der der deutsche Wochentag Freitag benannt ist. Können wir das machen? Das können wir machen. Ja. Ist das zu schwer? Nee, das machen wir jetzt mal. Nee. Ja. Ja. Es muss richtig geschrieben sein. Das ist wichtig, weil es gibt nämlich 2 Götternamen, die so ähnlich sind, dass, würde ich mal sagen, 80% wahrscheinlich die falsche nehmen. Das ist zu schwierig. Okay. Echt? Das ist die Bonusfrage, schreibt's rein, aber das ist dann zu schwierig, weil dann vertippt sich jemand und dann hat er nicht die Chance. Nee, da kann man sich nicht vertippen. Den Fehler kann man nicht machen. Das schwöre ich dir. Es ist wirklich, wenn man Konsonanten statt, also 2 Konsonanten nimmt, liegt man vielleicht besser, als wenn man Vokale nimmt. Also es ist schon wirklich nicht so schwer. Ja, dann müsst ihr diesmal richtig arbeiten, recherchieren. Ja. Der Chef hat es angesagt. Ja. Und dann müsst ihr jetzt diesen Göttinnennamen uns schicken per E-Mail. Im Betreff. Bis zum 24. Dezember, bis Weihnachten. Das ist sehr lustig. Ui. Weil wir immer 14 Tage machen. 23.59 Uhr. Also wer jetzt diese Folge ganz satt noch unter dem Weihnachtsbaum nachhört, weil er gerade nichts mehr zu tun hat, springt jetzt bitte auf, recherchiert und sorgt dafür, dass uns das bis 23.59 Uhr erreicht. Und dann werden wir 5 CD-Boxen CD 1 bis 3 von Mara und der Feuerbringer, also das erste Buch, als Hörspiel verlosen. Und wir drücken euch allen ganz doll die Daumen. Dass ihr in der Lage seid, 4 Sekunden zu googeln. Das muss möglich sein. Wir werden das mal schauen. Und die Beschwerden, die es dann hinterher gibt, werden wir alle an Tommy richten. Dann wird die alle schickt die einfach mir. Ja, die schickt ihr an mich. Und zwar, ich habe da extra eine E-Mail-Adresse eingerichtet. Die heißt spam@maraunddervorherbringer.de. Bitte dahin schicken. Gut, habt ihr notiert? Wisst ihr Bescheid. Gut, Tommy, vielen Dank für die Gelegenheit. Danke und bis demnächst. Bis bald. Tschüss.
Ja, wenn wir die Boxen rechtzeitig erhalten, davon gehe ich aus, dann werden wir die auch zwischen den Jahren schon verschicken. Wir drücken euch allen die Daumen. Oh ja. Sind mal gespannt, wie sehr ihr interessiert seid. Und das Hörspiel ist auch wunderbar produziert. Wir haben ja schon reingehört. Ein Ohrenschmaus. Lohnt sich, wobei ich ja sagen muss, dass die siebte CD der geplanten neun CDs eindeutig die beste sein wird. Oh, du und dein Ego. Naja, ich habe meinen ersten großen so Auftritt in einem Hörspiel, das muss man schon, gut. Wir wollten doch noch irgendwie so eine Geschichte auflösen, Alexa, ja, oder? Ja, da war noch was. Die Auflösung. Ja, hat eine kalifornische Familie wirklich auf einem See dort ein Wikingerbegräbnis nachgestellt, um dem Familienoberhaupt den letzten Wunsch zu erfüllen? Nein, hat sie nicht. Die Geschichte ist erstunken und erlogen. Und zwar von einer Seite, die so ein bisschen wie die Weekly World News in Fake News macht. Also eher so satirischer Natur, aber nicht immer wirklich lustig. Also es ist hier die Rede von dem Organ Nevada County Scooper, also called NC Scooper. Also das ist so eine satirische Website, die manchmal auch daneben haut mit ihren Meldungen und Fake News verbreitet. Und wie das oft so ist bei Fake News, die werden dann unter Umständen zum Selbstläufer und verbreiten sich dann vor allen Dingen im Netz ganz gerne mal weiter. Also diese Geschichte hier, wo die Familie halt ein Ticket gekriegt hat, weil sie das gemacht haben auf dem See und der Sheriff dann eingeschaltet wurde, ist auch schon ein paar Jahre alt, aber geistert immer mal wieder durchs Netz. Und man weiß ja auch, dass diese Geschichten dann schwer wieder einzufangen sind. Und insofern ist dann natürlich das Kind in den Brunnen gefallen. Aber sie stimmt halt nicht. Genauso wenig wie dieses Bestattungsritual per se stimmt, haben wir ja auch gelernt heute. Genau, es hätte auch unter Umständen dann auch gar nicht funktioniert so, aber egal. Völlig verrückt. Damit sind wir am Ende der 290. Episode. Unglaublich, dass wir schon wieder fast an den 300 kratzen. Die zweite Dezemberfolge wird sicherlich, glaube ich, nicht am 31.12. erscheinen, sondern die werden wir noch eher raushauen für euch. Da gehe ich mal ganz schwer davon aus. Und ansonsten wünschen wir euch in dieser besonderen Zeit alles Gute. Bleibt schön gesund, passt auf euch auf. Haltet die Ohren steif. Und natürlich immer schön geflasht bleiben. Tschüss. Der Huxilla Podcast ist ein kostenfreies Projekt und soll das auch immer bleiben. Das ist uns sehr wichtig und du kannst uns dabei helfen, so wie das schon viele andere tun. Vielen Dank dafür. Huxilla unterstützen geht dabei ganz einfach, zum Beispiel durch einen kleinen monatlichen Dauerauftrag von 1 Euro im Monat auf unser Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf huxilla.com unter dem Punkt Unterstützen. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info@huxilla.de. Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen.